und herzlich willkommen bei Elo Gaming TV. Mein Name ist Jacob und es ist wieder ein neues Update rausgekommen mit neuen Waffen. Das ist zum Beispiel beim Engineer die Uzi mit 92 Damage ist vergleichbar, ist sogar besser als die MP7 Elite Ausführung und auch was besser als die MP5. Ist das richtig? Ja, deutlich besser als die UMP45. Ne, nicht ganz. Da ist etwas schlechter. Aber Range ist höher und Accuracy auch höher. Ja. Damit fangen wir auch gleich an. Zum anderen gibt es dann auch noch, wie man hier sieht, die M4A1 beim Assault. Ja, die Waffe habe ich mir schon länger gewünscht. Ich finde, die gehört einfach zu eurem Spiel dazu. Vor allem zu eurem Spiel Battlefield. Diese Waffe hat 90 Damage, 35 Range, Rate of Fire 75, Accuracy 72, ist etwas schlechter als Skarr, glaube ich. Ne, das ist Skarr. Er hat etwas mehr Schaden und Range, also diese Waffe ist eher durchschnittlich, aber 40 Munition, also das Munitionstragen kann nicht so viel. Dann gibt es beim Sniper noch eine neue Waffe, damit werden wir auch dann durchstarten. Noch gut, reingucken. So eine kleine Übersicht am Anfang. Da gibt es dann jetzt die Holosight M14 EBR. Kenne ich zwar nicht die Waffe, aber ist mit einem Holosight Visier. Jetzt gucken wir mal, vergleichen wir mal unsere SVUA damit. Also Damage ist bei der ganz niedrig, das wundert mich auch. Und Range, also was das für eine Waffe ist, weiß ich jetzt nicht. Ich werde auf jeden Fall mal testen. Beim Medi gibt es auch eine neue Waffe. Kurz noch laden. So, der Medic hat auch eine neue Waffe bekommen und zwar die M240 MB. Die kaufe ich mir jetzt auch noch vom Tag. Ja, machen wir es gleich hier. One day. Mehr kann ich mir auch gar nicht mehr leisten. Und ziehen wir sie gleich rein. Und wenn wir schon jetzt hier sind, würde ich sagen, wir fangen auch gleich mit dem dem Medic an und wir sehen uns im Spiel. Und da sind wir im Spiel und wir sehen gleich der Sound. Der ist gut. Die Nachladefunktion gucken wir uns mal an. Ja, ordentlich, wie bei jeder anderen Waffe auch. Aber das Erstaunliche ist, die hat 150 in Munition, einen Ladung. 150. Ist ja unglaublich. Also der Sound, der überzeugt mich. Ja, und jetzt fliegen wir mal auf die andere Seite und wollen wir die Waffe austesten. Was die denn so taugt. Wenn sie denn überhaupt was taugt. Das wir mal schwer hoffen wollen. Aber mit 150 Kugeln, da lässt sich glaube ich schon was anfangen. Und wir lassen das vielleicht mal hier fallen bei Überpunkt C. Ja, weil wir eh jetzt beschossen werden. Spacebar! Oh mein Gott. Und krieg mal für die Linse, ha? Ist irgendjemand hier? Von hier nicht. Also von außen, ein Riesenteil ist das ein Gerät, ey. Ja, das muss man sagen, das ist ein Gerät. Ja. Diese Waffe werde ich wahrscheinlich nicht kaufen. P3, wie bei jeder eigentlich Waffe, die auf, wenn man auf so ein Ding schießt. Also, der Sound ist gut. Also, ich mag ja eigentlich Waffen mit satten Sound und die gehört auch zweifels dazu. Nicht schlecht der Sound. Muss ich sagen, der überzeugt mich. Oh, sieht ganz schnieke aus von vorne, oder? Ja, 300 Kugeln, das... Ja, also... sie macht doch recht ordentlich Schaden, 23 pro Schuss. Ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht hoch. Also wer auf Munition, wer viel Munition... Ah, Mann. Ach, ja, das Problem war leider öfters. Ich hoffe, der bricht jetzt nicht ab. Auf jeden Fall, wer viel Munition haben will, der findet hier die richtige Waffe. Und wir sehen uns wieder im Menü. So, wir machen weiter mit dem Assault. Der hat die M4A1.
Und das sehen wir uns jetzt wieder im Spiel. Und das sind wir im Spiel hier mit der M4A1. Den Sound hat sie, Nachladeverfügung geht so. Ähnlich wie bei der M16A2 haben wir, glaube ich, hier. Haben wir gleich umgebracht damit. Ja, also Damage ist relativ hoch, muss ich sagen. Ist zwar nicht die beste Waffe, aber sie gefällt mir aufgrund dessen, dass sie 40 im Magazin hat. Und deswegen ist sie gut. Das Elite-Waffendesign gefällt mir eh. Und es ist eine gute, eine saubere, Dings. Ja, das haben wir. Egal. Also eine saubere Waffe. Recht gut. Auch von der Zielvorrichtung her, gleich, eigentlich ist sie gleich wie bei der M16A2, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall eine tolle Waffe. Eigentlich eine sehr klassische Waffe, die eigentlich zum Spiel dazugehört. Und natürlich lädt es eine neue Karte. Wie toll. Sharky. Naja, ich würde sagen, ihr habt jetzt die Waffe, glaube ich, schon etwas gesehen. Und wir sehen uns wieder im... Und da sind wir wieder im Menü. Und wir machen weiter bei, beim Ingenieur mit der Uzi. Ja, Uzi kennt ja jeder, diese kleine schnieke Handfeuerwaffe. Ja, sie kann mit den Großen mithalten, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns damit dann auch wieder im Spiel. Bis gleich. Ja, das sind wir mit der Uzi. Ja, und wir sehen, ja, die sieht doch ganz ordentlich aus, oder? Ja, also hier, Sound so. Also Rate of Fire ist nicht so hoch, Nachladefunktion ordentlich, also kann man jetzt nicht viel mehr sagen von außen. Ja, klingt eigentlich wie so eine Standwaffe, so eine SMG. Eine MG, ja. So eine Stand-MG. Ja. Gucken wir mal, ob wir einen finden, der sich abschießen lässt von uns. Nur für so. Oh, 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 doch, da war schon einer. Ach ja, bevor ich es vergesse. Das ganze Setting ist jetzt hier neu. Also oben links ist mein immer noch mein Typ mit dem Kopf und der Dingsanzeige. Oben rechts ist dann die Todesanzeige, also wer gestorben ist. Unten links ist jetzt die Karte. Ja, wie ist... keine Ahnung, und ja, sind wir eigentlich umgekommen. Auf jeden Fall ist dann unten links die Karte, oben drüber der Chat. Dann hier die Killcam ist auch etwas neu gemacht worden. Die Kugeln werden rechts angezeigt. Jetzt mit den Patronen auch unten drunter. Die blinken dann auch, wenn das Leben zu wenig wird. Ja, und man kann auch wieder scrollen, das finde ich auch ganz nett eigentlich. Ja, das haben wir den umgebracht hier. Auch wenn wir sehr viel Schuss verbraucht haben. Aber die hat ja 32 drin, die Waffe. Ja, das ist eine ordentliche Waffe, die ist sehr schnieke. Mit der jetzt mal so anfügen. Eine schnieke Waffe. Kann man sich auf jeden Fall mal zulegen, wer noch keine gute hat. Jetzt hier sieht man, es klingt schon bei 21. Wenn man unter 10 gerät, dann wird's rot. Ja, auf jeden Fall eine tolle Waffe. Werde ich viel Spaß damit noch hoffentlich haben. Und ich hoffe, ihr habt auch damit viel Spaß und wir sehen uns wieder im Menü. Haha, und eine Klasse gibt's noch, ja. Das ist der Sniper. Wenn wir keinen hier auslassen. Mit einer Holosight. Warte, ich kenne den Namen jetzt nicht aus und ich kenne die Waffe ja nicht mal. Die ist mir so unbekannt wie wir verstehen wahrscheinlich. Es ist die Holosight M14 EBR. Meine Gott, meine Güte. Also vergleichen wir es mal mit der M24, die Elite-Version. Ja, man kann es eigentlich vergleichen, Sniper immer schlecht zu vergleichen, wie sie im Spiel mit dieser Waffe. So, das sind wir. Und was gleich auffällt, ist ein Holosight, Visier. Und man kann nicht näher an die Gegner ranzoomen. Und das ist für einen Sniper, finde ich, doch relativ ungewöhnlich, oder? Schuss geht so. Die ist relativ, aber guckt euch die Streuung an, wenn man so schnell ineinander schießt. Naja, also von außen hört sich hier ganz okay an, aber also das überrascht mich schon etwas. Ja, okay. Hat ja auch recht relativ hohen Schaden, wie man es hier sieht. Aber also wäre ich lieber so im Sniper auch lieber so auf Strategien stehe, als eher so vorstürmen. Der wird Leute damit nicht so schlecht besser zurechtkommen als ich jetzt hier.
Denn ja, ich snipe lieber mit meinem Klassensniper mit SVU. Na so. Hä? Weggehen? Hä? Was heißt weggehen? Tut mir leid, ich kann nicht so gut Englisch. Also wer weiß, wer weggehen, das heißt, kannst du mir in die Kommentare schreiben. Das ist ein Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Schnieke Waffe. Also ihr habt es alle gesehen. Alle Waffen, die es bis jetzt gibt. Es gibt keine neue Shotgun, auch keine neue Sekundärwaffe. Die Waffe ist gut. Ja, ich verkack's gerade ein bisschen. Sie ist gut. Die Waffe ist wirklich gut. Sie ist halt mehr für diese Stürmer. Also für die, die richtig stürmen wollen. Für andere lieber Finger davon lassen, aber sie ist wenigstens Holo-Side und so eine Waffe wollte ich auch schon immer mal benutzen und handhaben. Das kann ich jetzt endlich auch. Ja, also mein Favorit ist, glaube die M4. Und die Uzi, die gefallen mir ganz gut. Die hier ist nicht schlecht. Die Medic-Waffe ist für mich eigentlich so gut wie unnötig. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder beim Zugucken. Und der Jacob, der wird euch gleich, der wird euch wieder informieren, wenn es neue Waffen gibt. Bei Battlefield, play for free. Also, ja, ich wollte es noch, die Veterans von einer Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man schießt sich auf den Servern von Battlefield, play for free. Abonniert uns. Und lasst Kommentare, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt Kritik, wenn es irgendwas besser machen soll und tut uns adden auf Battlefield Play for Free. Die Namen findet ihr in unserer Kanalbeschreibung. Also, noch ein schönes verlängertes Wochenende für alle, die deutsch sind und ciao!